Herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Feuer gemacht. Das war gar nicht so einfach, da wir etwas Neues herausgefangen haben von den Funktionen, wie das Spiel funktioniert. Ich wollte irgendwie mit dem Messer etwas aushöhlen, einen von den Steinen nutzen. Und da muss man lange irgendwo draufbleiben und das habe ich nicht drauf realisiert. Das will ich nicht schneiden. Ja, genau. Ich hatte irgendwie versucht, hier drauf zu gehen, rüber zu gehen und dann ich hatte ich so geklickt. Nicht, wie ich den Schraubenzieher hier oder benutze. Sobald man halt ein anderes aufgemacht hat, ist das halt zugegangen und man muss da halt länger draufbleiben, wenn das mehrere sind. Und nach so anderthalb Sekunden, zwei Sekunden Umdreh geht das dann auf und dann kann man versuchen, das die will zu ich nicht schneiden. Und wir müssen irgendwie den. Oh. Wie hieß der? Corazon? Ich habe jetzt schon wieder 2 Tage Pause. Auf jeden Fall ist er hier in der Höhle am Sitzen und, oder gesagt, am Liegen, ist ohnmächtig geworden. Wir müssen ihn irgendwie wach machen. Er will aber keinen Kaffee trinken, ist das Problem. Der trinkt ja nur so Biozeug oder isst Biokram und dergleichen. Tja, und deswegen müssen wir ihn sehr wahrscheinlich irgendwie einen Tee machen. Und wenn wir mal gucken gerade, wir haben diesen Cassina-Baum, Familie der Stechpalmen. Und das Wichtige, aus der Pflanze lässt sich ein belebender gelbbrauner Tee kochen, der einen hohen Koffeingehalt aufweist und ihn daher vor allem bei Mühlenwanderern sehr beliebt macht. Die Pflanze müssen wir sehr wahrscheinlich da reintun und ich hoffe, dass das die ist, die wir haben. Die oder die, ich glaube eher die. Aber das Problem ist, dass wir den nicht in den Kaffee tun können. Das will er nicht haben. Wir müssen uns also selber irgendwie einen Tee machen. Wir brauchen Wasser, ein Behältnis dafür oder irgendwas in der Art. Vielleicht auch diese Kaffeemaschine. Ich brauche keinen Wasserkraftwerkskaffee. Ich bin schon zittrig. Das ist schon zittrig genug. Wir müssen ihn irgendwie wegbekommen, da wir hier nichts machen können. Und dazu habe ich mir gedacht, dass wir diesen Löwenzahn nehmen, auch Pissnelke genannt. Das ist nämlich wichtig. Wie der umgangssprachliche Name der Pissnelke bereits andeutet, kann der Löwenzahn einen stark harntreibenden Effekt haben. Ja, da wollen wir das direkt mal versuchen. Rein damit. Das muss ich nicht würzen. Einfach so geben wird wohl nicht klappen. Ich werde ihn nicht mehr schikanieren. Hat der da eine Tasse oder so? Nö. Die Notiz ist bestimmt wichtig, die müssen wir bestimmt lesen. Und da lässt er uns nicht dran und egal, was wir sagen, klappt auch nicht. Vielleicht müssen wir die vorher irgendwie klein machen. Vielleicht mit der Schere. Nein, es ist keine Scherenzeit. Den da rein. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Vielleicht so und dann da rein? Das muss ich nicht würzen. Nö, geht auch nicht. Was mache ich mit den ganzen Sandwiches? Du bist ein Vielfraß, iss sie. Ich werde ihn nicht mehr schikanieren. Okay, schikanieren willst du nicht. Das Cowboy-Buch, hat das noch eine andere Bedeutung? Können wir ihn damit zur Lese schürfen? Nein, will er auch nicht. Die Seilwinde, die brauchen wir wohl später, vermute ich mal. Ach ja, wir haben diese Vogelscheuche gefunden. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde. Wir haben die Vogelscheuche gefunden. Auf der Farm weiter rechts. Man darf oben nicht schwimmen. Kann ich die Vogelscheuche da reinwerfen? Das wär's. Das wär jetzt super. Da war doch ein Schild. Komm, schneller. Das Schwimmen im Stausee ist ausdrücklich verboten. Spießer, genau. Hier. Geil. Ich liebe das an Point-and-Clicks oder überhaupt an Adventuren. Wenn man irgendeine Idee hat, das funktioniert dann und man kommt irgendwie weiter, diese Genugtuung, das ist einfach herrlich. Es sieht aus, als würde da eine Person im Wasser treiben. Ja, das ist super. Genau das wollten wir doch. So, dann hoffe ich, dass er da hingeht. Jetzt ist die Frage, geht das auf Zeit, wenn der abhaut? Muss ich dann ganz schnell sein? Ich hoffe nicht. So, Hallöchen, Kerlchen. Hallo. Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Ja. Es sieht so aus, genau. Es sieht so aus, als würde jemand oben im Staubecken schwimmen. Was? Nein! Als ich sagte, Nelson soll sich ertränken, meinte ich nicht, dass...
Es ist sehr gefährlich, im Stausee herumzuplanschen. Wer immer da draußen ist, scheint gerade nicht mehr viel zu planschen. Oh Gott, ich muss sofort da hoch. Jetzt denkt er, sein Bruder hat sich umgebracht. Auch nicht schlecht. Wir sind schon fies. Und fass ja nichts an! Ja, natürlich nicht. Du musst nicht abschließen. Ja, gucken wir uns erstmal diesen Titz an. Gut. Was ist das? ZNARSSW? Wir schreiben das besser mal auf. Okay, müssen wir mal schauen, wofür das ist noch. Norden, Süden, Westen oder sowas. Aber was ist A und Z und R? Vielleicht ist es aber auch ein Anagramm. Ich muss es irgendwie anders legen. Was haben wir noch das hier? Das alte Ding sieht aus, als hätte... Monitor geht nicht, da können wir nichts machen. Wir können aber jetzt bestimmt den Kaffee nehmen. Wahrscheinlich machen sie hier viele Nachtschichten. Nee, können wir nicht. Können wir jetzt vielleicht irgendwas reinlegen, wie die Pissnäcke? Das muss ich nicht würzen. Nö, macht er auch nicht. Und wir können auch nicht irgendwie die Pflanze Das muss nehmen. Ich nicht würzen. Okay. Wenn dem so ist, sehr wahrscheinlich muss ich auf dem Feuer selber einen eigenen Tee machen, braucht dafür erstmal einen Kessel oder gleich. Ah! Okay, jetzt sehr wahrscheinlich der Code, den wir gerade bekommen haben. Z N A R S nochmal ein S und einmal W. Oder so ähnlich. Ja, geil. Awesome. Ja, was war mit den Schaltern? Das ist eine gute Frage. Was war denn mit den Schaltern? Kann ich einfach hoch und runter, so oft ich will? Aber ich komme da jetzt nicht wieder. Was ist mit den Schaltern? Die Position war ja nicht die, die am Anfang so war, oder? Ist das nochmal wichtig? Na gut. Oder hatte ich direkt die richtige Position irgendwann gemacht und das weiß ich noch nicht, ob das noch irgendwie eine Auswirkung darauf hat. Aber da stand ja vorher irgendwie, dass das irgendwie mit der Tür zu tun hat. Es kann sein, dass wir durch Zufall direkt die richtige Position hatten. Das wäre ja lustig. Gott sei Dank haben Sie eins von den Dingern hier. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Stühle. Die Rohre rumpeln und vibrieren vor sich hin. Mhm. Gigantischer Computer, check. Blinkende Lichter, check. Gut. So viel dazu. Ich kann die Lichter da draußen am Damm sehen. Mhm. Das hier sieht interessant aus. Okay, ich vermute, ich muss das Wasser ablassen. Während der Kerl drin ist, kann das sein. Turbinen korrekt. So, wir gucken mal, was können wir alles klicken? Die Sachen, okay. Und was passiert jetzt? Test läuft. Druck. Muss der Druck so sein? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier was richtig oder falsch mache. Der Druck ist wieder weg. Müssen alle rot werden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich habe auch nirgendwo irgendwie ein Schema oder sowas gesehen. Das heißt, wir müssen mit Try and Error erstmal rausfinden, was passiert. 0 von 4 Turbinen korrekt. Okay. Der Druck darf sehr wahrscheinlich nicht zu hoch werden. Eine Turbine korrekt. Das heißt, der hier steht richtig, oder wie? Du stehst wohl falsch. Aha, zwei Turbinen korrekt. Das bringt nichts. Da musst du da stehen. Drei korrekt. Vier korrekt. Awesome. Also sie mussten nur an die richtige Stelle und der Druck durfte nicht zu viel werden. Hey! Vermute ich. Was zur Hölle machst du da? Ich repariere das Verteilersystem. Mach dich nicht lächerlicher als du bist. Das System ist viel zu... Moment mal. Es funktioniert ja wirklich. Jetzt stellt er mich ein. Das ist ja unglaublich. Du bist eingestellt. Nein. Ich wollte nur den Strom anstellen. Ich will keinen Job. Das Verteilersystem arbeiten. Konstante Überwachung. Wenn du jetzt gehst, dann...
Na, siehst du, was ich meine? Man muss talentiert und verantwortungsvoll sein, um Nelsons Job zu machen. Hast du nicht gesagt, Nelson wäre ein nutzloser Idiot? Hast du nicht gesagt, Nelson wäre ein nutzloser Idiot? Nelson macht mich verrückt. Aber ja, ich denke, er hat seinen Job gut gemacht. Ich, für eine Sekunde dachte ich, es wäre Nelson oben im Stausee. Schnapp dir das Telefon, Mann. Nelson sitzt unten im Diner. Meinst du? Nein, er würde niemals zurückkommen. Du willst doch, dass er zurückkommt. Er hat mir gesagt, er würde gerne wieder arbeiten. Ne, das stimmt ja nicht. Du willst doch, dass er zurückkommt, oder? Na gut. Ja, das mit den Schaltern wurm ich jetzt. Das ist natürlich interessant. Das wäre ja krass, wenn das... Hallo? Könnte ich... Nelson Wiley sprechen, bitte. Nelson, ich... Sag ihm, dass es dir leid tut. Nelson, es tut mir leid, dass ich dich so aufgeregt habe. Nelson! Nelson, siehst du nicht, dass ich gerade versuche, mich zu entschuldigen? Sag ihm, dass du es bereust, ihn beleidigt zu haben. Genau. Nelson, im Eifer des Gefechts habe ich vielleicht ein oder zwei gemeine Dinge gesagt. Okay. Ich bin ein gemeiner Grießkram und hätte dich nicht so behandeln sollen. Es tut mir leid. Jetzt sag ihm, dass du ihn liebst. Ich liebe dich, kleiner Bruder. Und? Was hat er gesagt? Glaubt ihm nicht. Er kommt zurück an die Arbeit. Yes! Ja? Okay. Und ich werde mich bemühen, nicht mehr so schnell die Fassung zu verlieren. Und jetzt verpiss dich aus meinem Kraftwerk, bevor ich den Bullen rufe! Ey, der braucht irgendein Hobby. Der muss irgendwie seinen Frust ablassen. Mach Kampfsport oder was weiß ich. Spiel Shooter. Genau. Ach, da fließt das Wasser. Ist das noch wichtig hier, dass jetzt Wasser fließt? Man muss sich mal vorstellen, wie viel Wasser hier schon durchgekommen ist. So, hat das jetzt hier irgendwie eine Auswirkung? Anscheinend nicht. Lass uns mal schauen, ob oben noch was passiert ist. Wir können natürlich jetzt auf die Farm, sollten wir auch tun, weil natürlich der Farmer wieder Strom hat und er hat gesagt, er hilft uns dann mit seinem Traktor. So, die Leiche ist immer noch drin. Mach's gut, böse Vogelscheuche. Und vielen Dank. Vielleicht waren wir beide gar nicht so verschieden. Das Wasser ist immer noch so hoch. Na gut. Achso, da hätte ich jetzt gar nicht hingemusst, ne? Ich hätte direkt über die Karte gehen können. Auf zur Farm. Es könnte natürlich sein, dass er jetzt im Diner irgendwas liegen gelassen hat oder dergleichen und wir bestimmt nochmal dahin zurück müssen und ihn bald auf der Arbeit besuchen oder so. Aber das schauen wir dann, wenn wir irgendwo wieder hängen. Und wir hängen ja eigentlich immer noch, dass wir nicht wissen, wie wir diesen Tee zubereiten, falls wir das überhaupt müssen. Ich hatte ja auch gedacht, dass wir die Pissnelke brauchen, um irgendwie ihn du zum... Du hast verpasst, Fremder. Der Strom ist wieder an. Ich weiß. Ich habe geholfen, ihn... Hab schon gedacht, ich müsste die ganze Nacht hier Wache schieben und dann klick. Ja... Ich war derjenige, der... Sieht aus, als hätten diese Saftärsche von Harwood endlich mal was auf die Kette gekriegt. Ich schätze, das haben sie. Jetzt, wo sie wieder Strom haben, können sie mir mit dem Baum helfen? Nun, hast du die Seilwinde? Ja. Na dann, worauf warten wir? Aufi! Genau, gehen wir zu diesem geheimen Ort, wo wir das Signal gefunden haben. Den Ursprungsort. Danke, Partner. Immer gern, aber... Ein kleiner Hinweis. Ja?
Nenn mich nochmal Partner und du verlierst ein paar Zähne. Das finde ich schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Die Seilwinde ist natürlich weg. Die wollten wir uns nur ausleihen. Ich gucke mal, ob die im Traktor noch hängen. Nicht, dass das Motze gibt, aber schade, dass man das nicht irgendwie gesehen hat, wie er die wegmacht. Ich weiß, Animationen sind natürlich viel Arbeit und dergleichen. Der kleine rote Traktor. Ich kann ihn nicht fahren. Ich habe weder die vorgeschriebene Flinte noch den angriffslustigen Hund. Ich bin zu 90% sicher, dass, wobei ich nicht vorhabe, es zu... Okay. Dann geht das hier nicht weiter, aber wir können uns auf jeden Fall da jetzt bestimmt mal umschauen. Vielleicht haben die ja einen Wasserkocher, den ich gebrauchen könnte. Oder wenigstens einen Kessel. So, der Weg ist frei. Wir können also rein. Guck nochmal den Zaun an. Hier war irgendwer sollte... Okay. Da ist das Symbol wieder. Das ist das Symbol, das auf den Viruskanistern war. Mhm. Wer immer hier gearbeitet hat, hatte was mit dem Angriff auf Yale Town zu tun. Schweinehunde. Die haben eine Menge ausgefeilter Technik hier unten. Und viel von diesem Kram sieht ziemlich neu aus. Diese Station hier müssen bis vor kurzem noch... Liegt da ein Buch in der Pfütze? Es ist halb aufgeweicht vom Wasser. Aber es sieht so aus, als wäre das ein Tagebuch oder sowas. Das wird interessant. Muss ich das erst irgendwie trocknen? Oha, wer bist du? Schade, das können wir nicht lesen. Hier geht's mal überall raus. Mika glaubt, dass ich auf Crazy... Steht da Ricardo oder Picardo? Ricardo, würde ich sagen, stehe. Offensichtlich glaubt jeder, dass ich auf Ricardo stehe. Ich weiß nicht. Ricardo ist ganz bestimmt nicht wie diese College-Jungs. Er ist irgendwie viel weltoffener. Irgendwie. Auf dem Boden geblieben. Ich weiß auch nicht, wieso die anderen ihn crazy nennen. Er ist doch ganz normal. Und er ist lustig. Und süß. Okay, vielleicht stehe ich doch auf Crazy Ricardo. Ups, das war zu viel, oder? Das sah aus, als ob er mehrere geblättert hätte. Okay. Ricardo ist mit mir ausgegangen und hat mir ein paar Leute vorgestellt, die er kennt. Ich dachte, das wird eine Party. Ich weiß aber nicht genau, was es eigentlich war. Aber es war sicher keine Party. Wir sind zu so einer kleinen Insel rausgefahren. Oh, da habe ich ja schon mal gedacht, dass da was ist. Ich habe gedacht, da kommt das Signal her, weil das in der Nähe war. Da bei dieser Insel auf diesem Fluss, der da lang geht. Da waren jede Menge andere Leute und einer hatte eine Rede gehalten. Es ging um irgendwelche wissenschaftlichen Dinge und etwas spirituell war es auch. Hat mich erst an einen Kirchenbesuch erinnert, aber es hat sich nicht so angefühlt. Ricardo hat es geliebt. Ich war erst ein wenig nervös. Kurz vor den Abschlussprüfungen einer durchgeknallten Sekte beizutreten, ist das Letzte, was ich machen will. Aber die waren alle ziemlich nett. Wieder ein Tag mit einer Teamsitzung auf der Insel. Es ist seltsam. Mir kommt es vor, als ob ich mehr erreiche, wenn ich hier bin, als wenn ich zur Vorlesung gehe. Steht da C. C hat eine wirklich tolle Rede gehalten. Wer ist C? Das ist bestimmt noch wichtig. Ricardo und die anderen nennen sie alle... Ich glaube schon, dass sie ein ganz schöner Feuerspucker sein kann. Aber um ihre Leidenschaft bewundere ich sie umso mehr. Was ist, wenn die Reporterin C ist? Wie hieß die? Moment. Wo ist mein Schmierzettel? Octavia Clark. Ursula James. Ich glaube, Ursula James war aber die Reporterin, oder? Mist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Eine von beiden war es. Aber Octavia Clark wäre ja C für Clark. Haben wir sonst was mit C noch gehabt im Hotel? Vin Hebbard. Susan Wells. Margaret Winham. Dann würde ich mal sagen, dass wir diese Octavia Clark aufsuchen, falls das nicht die... Was habe ich denn noch dabei geschrieben? Drogen... Achso, ja, ja. Ah, Octavia Clark war es nicht. Das heißt, Ursula James war die... der Geheimname gewesen für die Reporterin. Und die... Octavia Clark hatte ja eine Party da und hatte auf Leute gewartet und wollte irgendwie Drogen haben. Vielleicht gucken wir mal vorbei, sonst wüsste ich jetzt nicht, wer C bisher ist.
Okay, wo waren wir? Kann ein ganz schöner Feuerspucker sein, aber um ihre Leidenschaft bewundere ich sie umso mehr. Oh, das sieht immer aus, als ob es zwei Blätter hat. Tut's aber gar nicht. Okay. Im Rückblick kann ich gar nicht glauben, wie viel Zeit ich verschwendet habe, mich auf Prüfungen vorzubereiten und all diese dumme Dreckszeug zu lernen, nur um es Mama und Papa recht zu machen. Das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, mein Leben unter Kontrolle zu haben. Ich fühle mich kraftvoll. Ich habe das Wohnheim heute verlassen. Ich habe in der Bar aufgehört. Und ich habe Ricardo gesagt, dass ich an dem A-Programm teilnehme. Aha, dem A-Programm. Ich glaube auch, dass ich ihn nicht vermissen werde. Patty, Thomas und ich sind heute in Greystone angekommen. Marlon war schon da und hat uns eingewiesen. Es gab ein Problem mit dem Generator. Aber P, was auch immer da steht, T haben es hingekriegt. P und T sind wahrscheinlich was. Es hat sich eine Weile so angehört, als ob er explodiert. Aber jetzt läuft alles. Okay, wir haben... Ich schreibe mir das mal ganz kurz wieder auf. Wir haben P, wir haben T, wir haben C, wir haben R. R ist Ricardo. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. So. Es hat eine... Aber jetzt läuft alles. Auf dem Weg ist was Komisches passiert. P hat mich dabei ertappt, wie ich ins Tagebuch geschrieben habe. Sie hat nichts dazu gesagt. Hat nur so getan, als ob sie es nicht gesehen hätte. Sie hätte es an M melden müssen. Mein Gott, ihr habt das ganze Alphabet, nicht wahr? Das ist die komplette Sekte, von A bis Z. Aber so wie ich das sehe, hat sie es nicht gemacht. Ich weiß, dass wir keine persönlichen Dokumente haben sollen, aber ich bin so stolz auf das, was wir hier machen, und ich will eine Erinnerung dran behalten. Ich habe dieses Kribbeln im Bauch vor lauter Begeisterung. Teil von einer so großen Sache zu sein. Ich bin so glücklich. Benutzer A. Smith PW Adler. Das ist okay, das müssen wir uns aufschreiben. Benutzer Doppelpunkt A Underline Smith und Slash, vielleicht ist das nochmal wichtig, aber das weiß ich nicht. PW wird wohl Passwort sein und da steht Adler und zwar klein geschrieben. Alles klar. So, immer wieder mal gucken. Es war meine Schuld. Ich habe die Verantwortung für die Versiegelung. Tom hat heute Morgen angefangen zu husten. Marlon ist total ausgerastet. Er spricht immerzu von Kahoma und sagt, dass wir versagt haben. Er hat vermutlich recht. Tom sieht wirklich übel aus und Patty sagt überhaupt nichts mehr. Okay. P, vermute ich, wird Patty sein. Und vielleicht ist das natürlich alles nicht wichtig, aber wie ich halt bin, mache ich das so. Wo hatten wir es? T für Tom? Tom? Okay. Tom hat heute Morgen angefangen zu husten. Marlon ist total ausgerastet. Er spricht immer zu von, das hatten wir. Tom sieht wirklich übel aus. Patty sagt überhaupt nicht. Ich glaube, sie hat Zweifel. Tom kann noch laufen, wenn wir ihm abwechselnd helfen. Wir werden wohl Hilfe holen. Aber vielleicht würden wir nur jeden infizieren, der versucht, uns zu helfen. Oh, da ist die Seuche. Ich weiß nicht. Alle haben Angst. Mama, Papa, ich weiß, ihr werdet das nie lesen. Es tut mir leid. Okay, oder vielleicht sind die auch gar nicht die Bösewichte, sondern hatten vorgehabt, irgendeiner Organisation oder wem auch immer, ja, sind da eingebrochen und die haben da irgendwie Experimente gemacht, davon wussten die aber nichts und vielleicht haben die gedacht, Tierversuche oder was weiß ich, keine Ahnung, und haben dabei diesen Virus, sind dem ausgesetzt worden und sind abgehauen und deswegen ist die ganze Seuche ausgebrochen. Das wäre eine gute Theorie, aber schauen wir mal, da ist alles durchgeschmiert. Kein weiterer Hinweis, ne? Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen Break. Bis demnächst, euer Jojin.